Große Spiele werfen ihre Schatten voraus. Im Frauenfußball immer daran zu erkennen, dass der FFC zur großen Presserunde bittet. Frankfurt gegen den Erzrivalen Turbine Potsdam, das Verfolgerduell, der Kracher gleich nach der Winterpause. Also ich denke mal, wir haben die Hinrunde mit dem Pokalspiel gegen Bayern München gut abgeschlossen. Sind, wie du sagst, Jäger, aber ich stehe lieber jetzt noch auf dem 4. Tabellenplatz und am Ende auf dem 1. als die ganze Saison am 1. und dann auf dem 2. 90 Minuten Vollgas dagegenhalten und diesmal natürlich auch mit einem glücklichen Ende für uns. Und wir müssen einfach an diesem Niveau, die wir hatten im Pokalspiel gegen Bayern München, auch anknüpfen. Das ist natürlich auch leichter gesagt als getan, aber es hat einfach gezeigt, dass die Mannschaft große Potenzial hat. Und wenn sie ihre Leistung abrufen, in der Lage ist, alle Spitzenmannschaften auch zu schlagen. Die gute Nachricht zum Ende der Winterpause: Kim Kulig ist zurück. Nach einer anderthalbjährigen Verletzungspause stand die Nationalspielerin im Trainingslager im türkischen Belek in einem Testspiel erstmals wieder auf dem Platz. Diese Woche hat sie eine Grippe etwas zurückgeworfen. Wir sind alle in Hoffnung natürlich auch, dass die so fit sein kann und dass das Knie hält, dass sie wieder spielen kann. Ja. Und dieser kleine Einsatz in Türkei, das war schon vielversprechend und hat ihr natürlich auch gut getan und denke ich auch, die Mannschaft hat sich riesig gefreut darüber. Aber das ist immer noch ein ziemlich weiten Weg. Auch Jessica Fischlock trainiert schon wieder eifrig mit. Das erste Spiel könnte aber auch für die walisische Nationalspielerin nach ihrer Sprunggelenksverletzung vom Hallenpokal noch zu früh kommen. Die Trainingsgruppe fiel in den vergangenen Tagen ohnehin eher klein aus. Nationalelf-Lehrgang ausgerechnet kurz vor dem Rückrundenstart. Bereits das 4. Mal in dieser Saison, dass Trainer Colin Bell seine Nationalspielerinnen entbehren muss. 3 anschließende Niederlagen waren bislang die Folge. Dabei könnte es für die Spielerinnen sogar noch extremer sein als mit der FIFA-Abstellungsperiode. Letztes Jahr in den USA, da war der Spielplan noch schlimmer. Also da haben wir innerhalb von einer Woche 3 Auswärtsspiele gehabt, quer durch die USA und mit verschiedenen Zeitzonen, mit unterschiedlichen klimatischen Zonen. Also von daher ist mit Sicherheit der Spielplan hier in Deutschland an der einen oder anderen Stelle nicht optimal aus Sicht der Vereine, aber es ginge noch schlimmer. In der Bundesliga belegt der amtierende Pokalsieger derzeit hinter Potsdam nur den 4. Platz. Mit 7 Punkten Rückstand auf Tabellenführer und Titelverteidiger Wolfsburg. Die Chancen auf einen Titel in dieser Saison sind aber noch längst nicht vertan. Im April geht es im Pokal-Halbfinale gleich wieder gegen Potsdam. Kurz zuvor steht das Champions-League-Viertelfinale gegen die englische Bristol Academy an. Natürlich kann man vom Finale träumen, gerade wenn das Champions-League-Finale in Deutschland stattfindet. Natürlich, das ist natürlich für jede Spielerin oder für alle Beteiligten so vielleicht die Traumvorstellung, die Wunschvorstellung, die Vorstellung, wo man halt auch dann die tagtägliche Motivation rauszieht. Zunächst aber heißt es am Sonntag auf der Baustelle am Brentano-Bad die 1:2 Hinspielniederlage gegen Erzrivalen Potsdam wieder wettmachen, an den Champions-League-Plätzen dranbleiben und gut ins Jahr 2015 kommen.